flexibel, unsere Musik. Ja, das ist ja, gut, ja. Also, die Musik hätten wir aber immer noch keine Ahnung. Ja, Moment, was ist überhaupt mit dem Kostüm? Sind wir uns da einig? Bevor wir da etwas Neues anschaffen, immer schauen, was noch oben ist. Gell? Hast du noch etwas gefunden im Fundus? Ja, probieren mal den da. Mir würde das Dessert noch gefallen. Ich finde das noch frisch und individuell. He? Gell, du hast gesagt, frisch und individuell. Also das Dessert gefällt mir nicht, aber die Grösse finde ich irrsinniger. Nein. Also in meinem vermutlich letzten Programm werde ich dann mindestens so daherkommen, wie zum Beispiel der Frank Sinatra in seinen besten Zeiten. Du weißt wie? Ein nachtblauer Anzug, ein weißes Hemd, ein Chile und ein Flüge. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Night. Start spreading the news. I'm leaving today. I'll make up when you start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's a good you, New York, New York. Oh. Was meinst du zu Dunkelblauheit? Los, ich finde es keine schlechte Idee. Und abgesehen davon, wir können dem Werni auch mal eine Freude machen. Weißt? Heinz, du bist einverstanden. Jürg, bist du auch einverstanden? Ja, Kamerad, ich danke euch. Nein, ich habe den Plausch. Los, ich muss noch mal schnell raus. Komm aber gerade weiter. Du lass dir ruhig Zeit. Ja, ja. Ich rufe unterdessen unserem Hofschneider an. Es pressiert jetzt. Hey, jetzt kannst du aber nicht fortlaufen, zmitzt in der Probe rein. Was heisst denn da fortlaufen, Heinz? Jeder Trattel hat ein Nattel. Verstehst du? Offene Sekte heim. Ah ja, da ist er ja schon. Ciao, Edi, da ist Jürg. Écoute, mon copain, le tir est dehors. Der Schuss ist draussen. Ja, wir haben uns für dunkelblau entschieden. Midnight Blue heisst das. Midnight. Festlich vornehm dunkel. Ja, gut. Dann ist gut gekauft. Gut, Midnight Blue ist gekauft. Weißt du, wir haben mal schön ausgesehen. Ja, ich weiss, dass das bei uns sehr schwierig ist. Aber wir können es ja wenigstens probieren, oder? Gut, ja, unsere Grössen und Figuren kennst du ja langsam. Ja, der Heinz oben schmal und breit wie der Helmut Kohl. Ja, hey. Was? Ja, richtig. Typ chinesische Bodenvase. Ja, der Werni hat ein bisschen leicht höchligenden Magen. Ja. Weißt du, was er sagt? Nein. Ob er aus Versehen den Airbag schon draussen hat. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, und bei mir weisst du ja, gell? Idealfigur, Grösse 50. Nein, kein 52er, ich bin am Abnehmen. Seit 3/4 Stunde. Ja. Was heisst da kurzer Hals, du? Ich habe keinen kurzen Hals, bei mir sind nur die Achseln relativ hoch oben. Ja. Gut, ja, erste Anprobe 14 Tage. Ja, ist noch nicht, aber er soll zur Zeit sein. Gut, gell? Du hast schon gehört, eins, gell? Ja. Dann warte ich auf deinen Bescheid, hä? Non schöta Blixu. Hä? Non schöta Blixu. Noch einen schönen Tag und bleib gesund. Ist gut, ne? Nein. Ist gut. Non schöta Blixu. Das ist Jürg, ja. Non schöta Blixu ist eben dir, gell? Ja. Heute musst du rationalisieren, wo du kannst werden. Ja. Los, Jürg, klappt das mit den Anzügen? Ja, die Anzüge haben wir aber noch kein Programm. So, jetzt müssen wir langsam Ordnung reinbringen. Jetzt schlagen vor, wir gehen dem Werni seine Liste durch, dann kommt das ein bisschen Zug über. Jawohl, also den Punkt 4 haben wir erledigt. Jawohl. Kleider sind bestellt. Ja. Punkt 5, Zwischenmusik. Was? Ja. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Nein, los. Entschuldigung, das geht jetzt nicht gegen euch, Kollege. Aber Zwischenmusik ist jetzt wirklich nicht die Hauptsache. Du hast eine Ahnung, du.
Du hast eine Ahnung. Ich kenne Leute, alte Rotstift-Fans, die kommen nur weg der Zwischenmusik in unsere Vorstellung. Gut, zugegeben, der eine ist jetzt auf Australien ausgewandert. Ne? Naja, und der andere hat noch nie gut gehört. Ja. Malti, was habt ihr euch ungefähr vorgestellt unter Zwischenmusik? Ja. Danke, Walti, danke du. Ja. Ich würde sagen, es ist gut gemeint, aber da findet ihr noch etwas Besseres. Ja. So, wir müssen entschuldigen, aber mit dem Kukuruku la Palomas Hand können wir gar nicht anfangen. Du. Komm, das Nächste. Malti, geht das weg. Mit dem haben wir im 56 schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nein, geht das weg. Du. Jetzt haben wir doch lange Zeit gehabt, haben wir gar nichts Gescheites gefunden. Du. Das gibt Stimmung. Ja, Kollege, in dieser Art müssen wir weitersuchen. Walti, das ist volkstümlich. Weißt du, mit dem Gottliebwalzer kann sich jeder identifizieren. Oh, ja. Ich werde Erfolg haben. Du wirst sehen, das ist euer Durchbruch. Ja. Gut. Kollege, ich glaube, Zwischenmusik haben wir. Können wir abhören? Ja, wie geht es weiter mit dem? Willst du mal schnell schauen? Punkt 6, Heinz. Ja. Punkt 6. Du hast recht, jawohl. Punkt 6. Solo-Nummer. Ui, verflixt. Ja, da bin ich jetzt gerade. Ist für mich ein klarer Fall. Da bringe ich eine alte Nummer her. Nein. Mal den Jimmy Muff im Hallenstadion. Mal der da. Sie sind im Leiter schön, die Gläser super Schalen an. Und Meisterschüre mit dem guten Spitz. Der Armstrong, sie geschieht mit seinen Music Brothers da. Da hat's der Jimmy like ein gölter Blitz, das gehört wie neu zum guten Ton. Da schreibt der Schütz im müden Wurf ins Hallenstadion. Dann hockt man da, dann fangen's dann an. Und im Rücken hast bereits ein Keim voll Speisen nun dran. Dann sagt Schuggi, ui! Und dann kommt der Lui! Tönt doch nicht so saublöd! Ja, das war meine Paradenummer. Ja. Mit der bin ich berühmt worden. Ja, berühmt schon. Aber auch alt. Ja, da wollte ich auch nichts mehr Neues lernen. Oder? Du, Werni, Jimmy Muff, okay, können wir darüber reden, aber dann musst du einen neuen Text einfallen lassen. Ja, dann müsst ihr ja gleich wieder etwas Neues lernen. Ja. Los, Werni, bevor du anfängst zu schreiben und lernen, darfst du mal einen Platz nehmen. Ich glaube, Jürg, jetzt riskieren wir es. Jürg und ich spielen jetzt eine Zweiernummer vor.